Ja, dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Union Berlin, das am Samstag stattfinden wird. Wir sprechen gleich wieder mit unserem Cheftrainer Achim Beierlorzer über alles, was uns vor diesem Spiel bewegt. Ich möchte nur eingangs darauf hinweisen, dass rund um dieses Spiel ja der Aktionsspieltag Strich durch Vorurteile stattfindet, den die DFL-Stiftung ja ausrichtet und da verschiedene Maßnahmen ergreift, an denen beteiligen wir uns natürlich auch umfangreich, unter anderem auch damit, dass wir dieser Tage ganz besonders auf unsere eigene soziale Initiative Brücken für Regensburg auch hinweisen, alles, was wir da so tun. Heute Nachmittag wird unser Kooperationspartner Team Bananenflanke beim Training da sein, unter anderem. Und Achim und der Mannschaft ein Dankeschön dafür überreichen, dass wir im Rahmen des Aktionsspieltages auch Team Bananenflanke und die Bananenflankenliga auf der DFL-Seite vorstellen. So viel der Worte eingangs. Achim, ich glaube, du bist gleich sogar noch schneller damit durch, wenn du darüber redest, wie die Personalsituation aussieht und wer den fehlen wird, so muss ich sagen. Ja, extrem erfreulich. Also gestern hatten wir praktisch alle Spieler im Mannschaftstraining komplett. Drei Spieler haben wir ein bisschen reduziert noch trainiert, aber wir haben alle on board. Das ist natürlich schon eine überragende Situation jetzt in der Phase der Saison. Insofern fahren wir freudig mit 39 Punkten nach Berlin und freuen uns auf die alte Försterei und freuen uns auf dieses tolle Spiel dort gegen Union Berlin. So, Achim, kurz war das. Wie angekündigt, habe nicht zu viel versprochen. Ja. Jetzt kommen wir bestimmt noch ein paar Fragen. Da beginnt Armin Wolf. Herr Beierlorzer, Sie haben es angesprochen, es ist irgendwie schon ein besonderes Spiel, weil die Atmosphäre in Berlin natürlich auch besonders ist. Fiebert man dann auch besonders entgegen, Vorfreude besonders groß? Ja, das haben wir schon mal gesagt, dass es einfach ganz, ganz viele Spiele in dieser Liga gibt, die einen ganz besonderen Charakter haben. Und da ist auf jeden Fall natürlich die alte Försterei und das Spiel gegen Union Berlin, gegen eine absolute Traditionsmannschaft, ist das natürlich eine ganz, ganz besondere Nummer. Ja, da freut sich die Mannschaft drauf. Wir freuen uns auf die Atmosphäre, die dort herrscht. Es ist ein schönes Stadion, das auch nicht zu wuchtig ist und nicht zu groß, aber mit einer ganz, ganz tollen Stimmung. Und wir freuen uns natürlich drauf, dort ja, um Punkte fighten zu dürfen. Und das ist etwas, was wir schon die ganze Saison gesagt haben. Wir freuen uns auf jedes Spiel, das wir in dieser zweiten Liga gegen solche Mannschaften spielen dürfen. Und ja, deshalb freuen wir uns auch auf den Samstag. Sie haben es erwähnt, alle Mann sind fit. Merkt man dann auch im Training, dass jeder das allerletzte so aus sich rausholt im Training, weil er ja spielen will? Das können ja nicht alle spielen, ist ja unmöglich. Ja, natürlich ist der Konkurrenzkampf dadurch natürlich noch höher und noch größer. Und es geht auch schon allein um Plätze im Kader zu ergattern. Insofern ist das natürlich schon auch vorteilhaft. Auf der anderen Seite merke ich bei unserer Mannschaft, dass es da auch ein ganz, ganz tolles Miteinander gibt. Also jeder freut sich, wenn man sich da anschaut, dass die ganze Mannschaft dann immer wieder auch hier bei den Spieltagen die Truppe abklatscht, wenn wir rausgehen, danach mit da ist. Es ist auch ein tolles Miteinander da, sodass wir ja jetzt gestern im Training eine tolle Stimmung hatten, aber natürlich auch ein intensives Training abgeliefert haben. Man steht jetzt vor den magischen 40 Punkten immer wieder ausgerufen, dann müsste es eigentlich klappen mit dem Klassenerhalt. Auch so ein gewisses Ziel, dass man weiß, Mensch, wenn wir in Berlin punkten, dann haben wir 40 oder sogar mehr Punkte. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass wir in Schlagdistanz sind. Ja, bei 36 Punkten wissen wir, ja, es gibt halt nur 3 pro Spiel, dann kriegt man 39 und jetzt sind wir aber bei 39, sind wir ab jetzt in Schlagdistanz. Und das ist etwas, ich habe es mal so formuliert, das Ziel ist zum Greifen nah und wir wollen das natürlich so schnell, wie es auch nur möglich ist, auch wirklich erreichen. Deshalb fahren wir nach Berlin und wollen in Berlin natürlich was mitnehmen, aber wir wissen schon auch, gegen wen wir da spielen und dass diese Mannschaft, wenn man sich das überlegt, letztes Jahr um dieselbe Zeit noch absolut im Aufstiegsrennen war, eine von 4 Mannschaften war, die ganz, ganz vorne mit dabei war und da nicht klar zu erkennen war, wer da jetzt sich durchsetzt. Also die waren auch mit Stuttgart und mit Hannover, wenn ich mich erinnere, 1 Punkt hinten dran nur. Also 50-50 hatte damals Stuttgart und Hannover und 49 hatte Union und Braunschweig war dann noch die 4. Mannschaft, die dann ja auch die Relegation geschafft hat. Also ist es natürlich eine Top-Mannschaft, die heuer den Aufstieg als Ziel hatten. Und
Wir sind gewarnt, auch vom Hinspiel. Wir haben 2-0 verloren, haben zwar da sehr unglücklichen Elfmeter verschossen zum ungünstigen Zeitpunkt, haben dann relativ schnell danach das Gegentor oder das erste Gegentor kassiert. Also wir sind gewarnt und es ist eine Top-Mannschaft, wenn man sich die Individualisten da anschaut, die Trainerkollege da zum Einsetzen hat. Wir wissen, was wir dort leisten müssen, aber wir sind in Schlagdistanz und das Ziel ist zum Greifen nah. Ja, weil also das Ziel ist tatsächlich zum Greifen nah. Jetzt mal angenommen, es würde ein Remis letztendlich zu Buche stehen dann am Samstag in Berlin. Dann wären wir bei den 40 Punkten. Wäre das dann schon der Klassenerhalt? Ja, da bin ich natürlich kein Hellseher. Ja. Ich habe immer nur betont, dass mit 40 noch keine einzige Mannschaft abgestiegen ist. Ich weiß aber natürlich auch, wie eng diese Truppe momentan, diese ganze Liga zusammenhängt. Auch da habe ich mir mal die Mühe gemacht, oder was heißt die Mühe gemacht, es hat mich interessiert, wie war das eigentlich im letzten Jahr? Im letzten Jahr waren zwischen Aufstiegsrang, also Relegationsplatz Aufstieg und Relegationsplatz Abstieg 25 Punkte zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt sind es 11. Also das ist schon eine andere Dimension. Auf der anderen Seite wissen wir auch, es sind auch viel mehr Mannschaften jetzt damit betroffen und müssen aufpassen, dass sie nicht hinten reinrutschen. Und man ist mit einem Sieg gleich wieder in einer ganz anderen Position. Und insofern hat uns natürlich dieser Sieg gegen Sandhausen extrem gut getan, weil wir jetzt in Schlagdistanz sind. Und wir haben jetzt 8 Spiele Zeit, unser Ziel zu erreichen. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht aufs letzte Spiel ankommen lassen. Abgesehen davon wird man dann eine richtige blöde Serie spielen. Sondern wir wollen im Gegensatz, wir wollen jetzt einfach auch die Situation Auswärtsspiel verbessern, ja, indem wir dort punkten. Und wollen an die guten Leistungen, die wir auswärts schon erbracht haben, anknüpfen, aber wollen was Zählbares mitnehmen. Sie haben es gerade angesprochen, wenn man vielleicht das Haar in der Suppe suchen möchte, dann blickt man vielleicht auf die Auswärtstabelle. Da steht der Jan jetzt in der Rückrunde auf dem 17. Platz. Das ist eine Bilanz, die nur ausbaufähig ist, oder? Ja, natürlich. Aber jetzt sehen, haben Sie schon gesagt, ne, in der Rückrunde auf Platz 17. Wenn man die Vorrunde mit dazu nimmt, sind wir auch da auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und ich glaube, das war unser Ziel. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz? In der Heimtabelle ist der Jan Erster, in der Rückrundentabelle alle Spiele zusammengefasst, 12. Haben Sie da einen Erklärungsansatz, woran es liegen könnte? Es liegt natürlich immer daran, dass dort eine ganz andere Performance da ist und dass natürlich die Heimmannschaften, sehen wir ja bei uns auch, wie wir da unterstützt werden, wie unsere Fans da uns nach vorne peitschen, permanent eine Stimmung erzeugen, die für eine Auswärtsmannschaft natürlich schwierig ist. Und abgesehen davon, wir dürfen doch nicht jammern, dass wir nur 12. sind. Also wir sind 12. Also der SSV Jahn Regensburg ist 12. in einer Auswärtstabelle. Überragend. Also ich kann da gar nicht anders sagen. Also das ist eine überragende Bilanz. Und da ist kein Haar in der Suppe. Und da ist gar nichts anzumerken. Und wenn man 1-0 verliert in Dresden, 2-1 verliert in Braunschweig, dann ist das kein Desaster. Dann ist das einfach die Liga. Jeder kann jeden schlagen. Und wir müssen wieder mutig, genauso wie wir es sonst angegangen sind, ja, in Dresden beispielsweise, das war ein überragendes Auswärtsspiel von uns, nur haben wir uns nicht belohnt und die zweite Halbzeit, da haben wir kurzfristig mal ja, diesen einen Gegentreffer zugelassen. Ansonsten hatte Dresden ja auch nicht viele Chancen gegen uns. Und daran müssen wir wieder anknüpfen und müssen unsere Chancen nützen und unsere Umschaltmomente nützen gegen Union. Und das wird ein brutal schweres Spiel. Das wissen wir, weil die Union individuell sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch insgesamt dort eine Stimmung herrschen wird, die eigene Mannschaft nach vorne peitscht. Aber wir werden alles dagegen setzen und dann wieder alles investieren, damit wir da zu Punkten kommen. Union-Präsident Zingler hat jetzt mehr oder weniger im Interview mit der Berliner Zeitung den Abstiegskampf direkt ausgerufen, beziehungsweise ja, mehr oder weniger gesagt, dass ja, das Saisonziel der Aufstieg wohl verfehlt werden wird. Wenn man sich das anschaut, da gibt es ja noch mehrere Kandidaten neben Union, Ingolstadt, Bochum, Braunschweig etc., die alle wirklich hoch gehandelt worden sind, jetzt aber um den Klassenerhalt letztendlich zittern müssen bzw. kämpfen. Verrückte Welt in dieser Liga, oder? Ja, genauso wie wir es schon immer gesagt haben. Es kann in der Liga jeder jeden schlagen. Und
insofern ist das halt die zweite Liga in dieser Saison 17-18 ist extrem ausgeglichen und insofern konnte es halt zu so einer Situation kommen. Ich möchte mich aber auch im Detail jetzt nicht mit anderen Mannschaften beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns ganz intensiv natürlich mit uns vorrangig und natürlich mit unserem nächsten Gegner, weil diese Fokussierung, die haben wir uns immer schon vorgenommen, dass wir auch jetzt nicht weit blicken, was alles noch kommt und was da noch passieren kann, sondern wir wollen uns fokussieren auf das, was jetzt ansteht. Und das ist ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel bei Union Berlin, das wir genießen wollen von der Atmosphäre, das wir genießen wollen, weil wir zweite Liga spielen dürfen und dass wir natürlich auch so angehen wollen, ja, dass wir dort vielleicht was mitnehmen. Ja. Und die Chance haben wir, das wissen wir, aber es wird wahnsinnig schwer. Letzte Frage noch, wenn ich mich recht erinnere, waren Sie ja mit den Platzbedingungen in Braunschweig beispielsweise nicht ganz so zufrieden. Haben Sie das mitbekommen, dass Union jetzt einen neuen Platz verlegt hat in dieser Woche? Aber ich glaube nicht deshalb, weil ich mit dem Platz in Braunschweig unzufrieden bin oder war. Wahrscheinlich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das damit nichts zu tun hatte. Nein, die Geschichte ist so, es ist natürlich toll, auf einem neu verlegten Rasen zu spielen, klar. Es ist natürlich auch ganz logisch, dass diese Phase, in der wir uns jetzt bewegen, dass wir direkt nach dem Winter auf Plätzen spielen, die halt nicht so gut sind. Das ist aber auch keine Geschichte, wo ich sage, wir dürfen da nicht jammern, wir müssen die Situationen so annehmen. Aber das war schon auch ein bisschen schwierig für uns, dort dann Fußball zu spielen. Aber das soll definitiv keine Entschuldigung sein und es wird auch jetzt keine Entschuldigung sein, dass wir jetzt auf einmal auf einem neuen Platz spielen. Wir nehmen die Dinge so, wie sie kommen, aber ich habe das auch gelesen, dass ein neuer Platz verlegt wurde und ja, macht die alte Försterei noch schöner. Danke. Peter Parzefeller. Herr Kleiner, Sie haben nach dem letzten Spiel von einer Frustrationstoleranz gesprochen. Erstmal hat das unmittelbar zu tun mit der Charaktereigenschaft Ihrer Mannschaft und zweitens ist das auch schon bei den Spielen gegen Ingolstadt und Düsseldorf der Fall gewesen, dass wenn man so weit hinten liegt und dann trotzdem noch kommt, dass man die Fähigkeit hat, zuerst ja, aus einem gewissen Frust raus noch, sich noch selbst rauszuziehen aus dem Sumpf. Dieses Wort Frustrationstoleranz habe ich insofern benutzt, weil es gegen Sandhausen extrem schwierig ist, Torchancen herauszuspielen. Insofern muss man ganz oft auch damit zufrieden sein, dass ein Angriff nicht erfolgreich zustande kommt, dass ein Angriff unterbrochen wird, dass man eben ja vielleicht auch keinen schönen Fußball spielen kann. Schön in Anführungszeichen, weil schön ist immer relativ. Das, was ich damit meine, ist, dass da kein Kombinationsfußball möglich war. Und es ist ja klar, in jeder Mannschaft hat man den einen oder anderen Spieler, der sagt, Ich möchte aber gern Fußball spielen, ich möchte gern Kombinationsfußball spielen, ich möchte spielen und gehen und den Ball flach laufen lassen. Und es gibt aber etliche Spiele, wo das nicht möglich ist. Und da war Sandhausen natürlich eines. Was unsere Mannschaft trotzdem über das hinaus noch auszeichnet, ist natürlich der Glauben an sich selbst. Und das ist für gerade, wenn man zurückliegt, ist das was ganz Wichtiges, dass man weiterhin an seine Chance glaubt, dass man weiterhin an die Möglichkeit glaubt, Spiele auch zu drehen. Und das haben wir in der Saison auch gezeigt, dass wir das können. Hatte jetzt aber mit dem Begriff Frustrationstoleranz nicht direkt zu tun. Ich habe es eher so gemeint, dass man viele, viele Angriffe braucht, um vielleicht ein Tor zu schießen und dass man auch vielleicht mal anders spielen muss gegen Sandhausen. Das haben wir ja auch gemacht, dass wir also vermehrt einen Sechser noch in den Abwehrverband mit reingenommen haben, weil es halt einfach das Schlimmste ist, gegen Sandhausen zurückzuliegen. Das haben so viele Mannschaften schon erleben müssen, dass sie 1-0 verloren haben. Und das wollten wir unbedingt vermeiden. Bedeutet natürlich, dass man dann den einen Spieler auch im Offensivspiel nicht mehr so dabei hat, weil so schnell umschalten ist natürlich dann doch wieder schwierig. Also es hat nichts damit zu tun, dass man dem Gegner so und so lange auch mal nachlaufen muss, wenn er den Ball laufen lässt, dass man dazu bereit ist, einfach zuzumachen. Weil zum Beispiel der Kollege Streich, Ihr Kollege von Freiburg, hat es auch mal gebracht, als der SC Freiburg gegen Bayern München gespielt hat. Wenn die den Ball so laufen lassen und dann immer hinterherlaufen, das war für ihn die Frustrationstoleranz. Nee, ich habe es eher so gemeint, wie ich es gerade erwähnt habe. Und jetzt gegen Union, das ist jetzt wieder eine Mannschaft, die sehr spielstark sind, die Fußball spielen wollen, die auch ganz flexibel im Offensivbereich unterwegs sind, Positionen einnehmen auf verschiedensten Ebenen und ganz flexibel unterwegs sind. Da werden wir vielleicht eher wieder unser Spiel spielen können, als wir das jetzt gegen Sandhausen konnten.
Dann eine Frage am Rande, sollte der Marvin Knoll wegen einer Sperre oder Verletzung mal ausfallen, gibt es dann einen, der die Ecken schießen kann? Ja. Ja. Die gibt's. Wir haben viele Alternativen, aber warum sollen wir die Alternativen schießen lassen, wenn Marvin da ist? Und Marvin macht das wunderbar und dann ist, haben wir auch schon gesehen, dann ist Marvin und Andi Geipel da, dann ist Marvin da und der Josch hat auch schon welche geschossen und der Jan war jetzt immer mit dabei. Also, okay. Es wird auch dann ein elfter Spieler eingesetzt werden, wenn der Marvin mal ausfällt. Okay. Wunderbar, dann sind wir, glaube ich, durch für heute.